Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Empires 2 Definitive Edition. Wir sind ja in der Francisco de Almeida Kampagne und als nächstes ist Estado da India dran. Nach Monaten auf See erreichten wir unser Ziel. Die reiche Malabarküste Indiens, des Landes der tausend Götter. Ein Hafen für Gewürze, Gold und Silber. In den brackigen Lagunen Keralas, neben Tempeln, die seltsamen Schlangengottheiten geweiht waren, errichteten wir in Kannur und Kochi Handelsposten. Von diesen Städten aus nahmen mein Kommandant und sein Sohn geschickt Einfluss auf die herrschenden Rajas und Sultane. Sie arbeiteten mit der Politik der Gewürze und des Glaubens. Immer mit einem Blick für den höchsten Profit. Ein Hindu-Prinz jedoch trotzte uns. Dieser namenlose Herrscher Kali Kutsu, unter seinem Titel der Samurin bekannt, drohte die zum Vorteil der Portugiesen sorgsam arrangierten Abkommen und Rivalitäten zu beenden. Mit Schwert- und Redegewandtheit, ohne Unterschiede bei Religion und Herkunft zu machen, fand er Verbündete unter den Rajas und Sultanen sowie fernen Herrschern in Ägypten und Venedig. Sogar unsere eigenen Verbündeten unter den Indern erlagen seinen Intrigen. Der betrügerische Kolathiri Raja, Prinz von Kannur, hinterging uns für das Gold des Samurin. Von Feinden umzingelt schien sich das Schicksal plötzlich gegen uns zu wenden. Also ich sag mal so, also der Samurin erscheint mir nicht sonderlich bösartig, sondern eher intelligent, weil immerhin ist eine komplett fremde Macht bei denen ins Land und möchte da offenbar Einfluss haben und der denkt sich, nee, das möchte ich lieber nicht, da überrede ich lieber meine anderen Leute. Offenbar ist er sehr wortgewandt und konnte sehr gut die anderen überzeugen, dass wir das lieber irgendwie verhindern sollten. Wenn sie eines davon besiegen, sie den Samurin. Das wird unsere Gebäude um Rohstoffe zu halten. Okay. Ja, Bevölkerungsnummer beträgt 200. Sie müssen jedoch keine Häuser bauen. Aggressivität ist von entscheidender Bedeutung. Plündern Sie gegnerische Gebäude, um Rohstoffe zu halten. Einige Gebäude halten zusätzliche Rohstoffe bereit. Eine Faitoria kann steten Nachschub an Rohstoffen in Tausch gegen Platz für die Bevölkerung bieten. Der Gegner ist von Wirtschaftsgebäuden außerhalb von Kannur abhängig. Also beschränkt sie Angriffe nicht auf das Innere der Stadt. Aha, die Hindu-Piraten sind großartige Plünder, dafür müssen sie euch mit ihnen verbünden. Wenn nicht, erhalten sie einen Überschuss an Rohstoffen, wenn sie... Okay. Wir sind durchgebrochen! Kämpft für Portugal und São Jorge! Es ist gut, dass das Tor durchbrochen wurde. Niemand wird behaupten, wir hätten uns hinter Mauern versteckt. Lieber sterben und ihre Stadt niederbrennen, als sich wie Hunde zu verkriechen. Okay, Auf Silbisko. Ich kann kein Dings bauen, ätzend. Okay, 300 und 350 brauche ich. Entendido. Spione melden, dass der Samurin seine Schiffe von italienischen Ingenieuren mit Kanonen bewaffnen lässt. Wir müssen diese Schiffe zerstören, ehe sie in See stechen.
Okay. Also irgendwie muss ich hier an Rohstoffe rankommen. Die Frage ist nur wie. Ich kann keine Rohstoffgebäude bauen. Das einzige Rohstoffgebäude, was ich bauen kann, ist der hier. Ist doch Brom. Nicht gut. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wie komme ich? Oh, ich habe eben... Ich habe Rohstoffe bekommen, sehr schön. Das heißt, ich sollte da jetzt bauen, damit ich... Damit ich möglichst schnell dort weitere Ressourcen bekomme. Okay, ich denke, ich sollte definitiv hier... Ich sollte Tribok bauen, damit ich da möglichst... Oh. Das sieht unangenehm aus für mich irgendwie. Den Bock, denke ich, kann ich dann... Kann ich dann hier um einiges besser noch hier die ganzen Gebäude angreifen. Welche ich denke ich auch brauche dann. Ah, sehr schön, da kommen die. Wir haben die mit Kanonen bestückten Galeonen des Samorin versenkt. Sehr schön. Damit habe ich das zumindest schon mal. Obwohl, warte mal, ich denke, ich kann hier auch noch mal erstmal halt.
noch nicht gut. Scheiße. Das war das jetzt gar nicht so optimal hier gerade. Da habe ich gepennt und das in nicht so guten Sinne. Okay. Wurde irgendwo. Okay, nicht so optimal. Oh, so bist du. Einmal den hier bitte reparieren. Das Kanonenschiff hilft da schon mal ein bisschen mit. Bitte hier zurück. Ich stopp drum. Okay, nicht gut. Okay, das hingegen sehr gut. Nicht gut. Ganz schön gar nicht gut. Wait.
Okay, sehr schön. Estou pronto. Construindo. Oh fuck it, ey, meine Balliste. Also nicht Balliste, mein. Mein Dings dort ist kaputt jetzt. Das ist natürlich bescheiden. Auf seu dispor. Sim. Fuck it, ey. Uff, ey, das ist ja mal richtig mies hier, das Ganze gerade. Das ist ja auch wieder, ey. Sie, reparat. Uff, ey, das ist gar nicht gut hier. Quais as vossas ordens? Sim. Blöd gerade alle. Hola. Alles hier. Sie. Sie. Obwohl, ich habe eine Idee, wie ich hier. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Das ist gerade so ganz und gar nicht so optimal, finde ich hier. So, sehr gut. Quais as vossas ordens? Irie. Ich brauche den hier jetzt irgendwie. Es läuft wieder alle immer irgendwo hin. Ihr sollt da nicht hinlaufen. Ihr sollt hier uns hier hinten bleiben.
Estou pronto. Tribok dort einmal, dann da baue ich den dann dahin. Keine Planänderung, wir warten dann nochmal mit, dass wir da bauen. Und erstmal muss ich hier. Ah ne, der Trieber geht kaputt. Ey, fuck it, ey, ne. Sehr schön. Noch ein Krebock. So, ihr habt da den einmal. Dann einmal da auf die Burg raufschießen. Kann ich nicht hier eine Universität irgendwo bauen? Hier beispielsweise würde ich die einfach mal hinsetzen. Damit habe ich da schon mal was weg und komme da langsam
Das ist auch sehr gut. Belagerungswaffen aufrüsten. Halte ich für eine sehr kluge Idee. Okay, sehr gut. Find the way. Kavallerie hier bitte auf den da sofort. Okay. Bitte. Ich werde den Trebok verlieren dort. Okay, den Turm habe ich gerettet. Sehr schön. Die Burg soll ich doch auch retten können, denke ich. Okay, das war. Why sauer Spaß so? Bitte lieb. Mit dir fahre ich mal hier hin. Dom Francisco, es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Gewinnt mein Schiff zurück, das der Samurin mir gestohlen hat, und ich werde mich eurer Sache anschließen.
Aber mit der Flotte würde ich dann hier jetzt erstmal den Turm da angreifen. Scheiße, ey, was ist denn das da für ein Spaß jetzt da gerade? Auf Südspur, fahre ich weg. Okay, sehr gut. Damit habe ich da zumindest schon mal was weg. Könnt ihr mal bitte da unten in die Richtung ein bisschen... Okay, shit. Richtig, richtig unangenehm. Quais são as vossas ordens? Farei do way. Also das hier wird ein langes und zähes Durchgekämpfe, das sehe ich jetzt schon. Okay, da hat er mein eigenes Schiff getroffen. Also doch, wenn wir da mal Schaden versorgen, brauche ich nicht gerade. Farei do way. Entendido. Farei do way. Erstmal. Erstmal hier oben jetzt weiter, damit ich das hier. Avançar. Entendido. Sim. Sim.
So, stimmt. Eigentlich könnte ich hier ja mal noch eine weitere Burg bauen. Wenn ich so drüber nachdenke, die Burg würde mir nämlich gut helfen, hier dann schon mal an hier unten. Construir. Bitte meine Bauarbeiter da weg. Bitte auf jeden Fall meine Bauarbeiter da weg. Die sollen da nicht. Danke. Construir. Ja, da vorne einfach auch nochmal eine Burg bauen.